I can feel the sunshine in my life. I'm just a little happier by your side. On my head when I need you the most. It's your love days when Ah, und damit ein ganz leberliches Willkommen zu Bakery Simulator. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum leberliches Willkommen? Weil man muss ja nicht immer herzliches Willkommen sagen, man kann ja auch mal was anderes sagen. Das muss ja nicht immer Herz sein. Es kann ja auch mal die Leber sein. Oder... Was gibt's noch für Organe? Ach, was weiß ich. Ja, wir spielen hier den Bakery Simulator Alligator. Wie wir ja alle wissen, im Cooking Simulator habe ich mich ja schon Weltklasse gezeigt. Warte, der Satz macht keinen Sinn. Im Cooking Simulator habe ich mich ja schon... kann ich reden? Ich kann nicht richtig reden. Im Cooking Simulator. Scheiße. Jetzt kann ich mehr ernst bleiben. Im Cooking Simulator habe ich ja schon bewiesen, dass ich ein Weltklasse-Koch bin. Warum wird das roh? Wir haben schon diverse Gerichte von Paluten gezaubert. Übrigens, es haben ab und zu mal welche gefragt, ob es damit noch weitergeht. Stand jetzt nicht, weil das Spiel bei mir nicht mehr funktioniert. Oh Mensch! Deshalb habe ich natürlich eine Alternative gesucht. Das ist natürlich überhaupt nicht gelogen. So, Bakery Simulator, wir fangen hier einfach mal an. Ich frage mich, nur gibt es das auf Deutsch? Spieler. Neue erstellen. Dann erstellen wir mal eine neue. Ah, ein Profilnamen. Ja, mein Name ist natürlich Timo, ne? Mit Doppel-M. Achso. Tutorial. Oh, wir müssen ins Tutorial. Wenn ihr die Zutaten ausgehen, drückt habt und wähle Backzubehör aus dem Radialmenü. Aha. Hallo, ich kann nicht so schnell lesen. Denkt daran, an den Kunden, die Messqualitätsprogramm. Okay. Achso, drücke eine beliebige Taste. Willkommen in deiner Bäckerei. Dein größter Traum ist wahr geworden. Stimmt wirklich. Du hast deine eigene Bäckerei eröffnet und bist bereit, die Stadt mit frischem Gebäck zu überfluten. Okay. Das ist jedoch erst der Anfang. Es liegt viel harte Arbeit vor dir. Bau dir einen Ruf auf, sammle Erfahrung und werde erfolgreich in der Welt des Backens. Du bist für vieles verantwortlich, aber keine Sorge, du schaffst es. Immerhin ist es das, wovon du je geträumt hast. Die erste Bestellung wartet auf dich. Ja, also, ich habe übrigens bei Galileo gelernt, Bäcker stehen am, also gehen um 16 Uhr am Vortag zur Arbeit oder so. So, auf geht's. Ich kann es kaum erwarten. Benutze WSDA, um dich in der Bäckerei zu bewegen und Control, hallo, wir sind hier nicht bei Apple hier, um dich zu ducken. Verwende die Maus zur Steuerung der Kamera. Wieso habe ich eigentlich jetzt schon Geld verloren? Hatte ich nicht eben noch 2 Euro, Dollar, was auch immer? Gut. Alter, was ein Luxus. Geile Soundeffekte. Geh nun zur Bestelltafel und drücke linke Maustaste auf dem Ordner. Ist das hier? Ist das für mich verarscht? Ich soll hier weggehen und dann wieder hingehen. Ja. Aha. 5 Minuten Bakery. 3 Frühstücksbrötchen. Belohnung 150 Euro Dollar XP. So fängst du von nun an deine Arbeit an, drücken Sie R, um fortzufahren. Warum habe ich jetzt auf einmal gesiezt? Man weiß es nicht. Links finden Sie eine Liste der Geschäfte mit aktuellen Bestellungen. Jetzt ist jedoch nur eine verfügbar, aber später im Spiel kannst du eine andere. Okay. Auf der rechten Seite findest du eine Karte mit markierten Geschäften. Wähle nun die verfügbare Bestellung aus und drücke. Oh, ich drücke, aber es geht. Ja. Hä? Bestätigen. Nachdem du eine Bestellung ausgewählt hast, erscheint sie auf der Bestelltafel. Drücke bla 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 auf. Okay. Um das Radialmenü zu öffnen, drücke Tab. Soll ich das jetzt machen? Ja. Oh Gott. Wirtschaftsverlauf, ja. Okay. Hier ist das Radialmenü, in dem du zwischen mehreren Werkzeugenkategorien wechseln kannst. Ja, kann ich. Toll. Was bringt mir das? Wähle jetzt das Rezeptbuch aus. Ja. Hier sind alle Rezepte, die du kennst. Im Moment sind es nicht viele. Jede Rezeptseite enthält Informationen, wie Schritte zur Vorbereitung, sowie Zutaten, Temperatur, Mischzeug und Backzeit. Wir ignorieren, was ich gerade gesagt habe. Mit den Pfeilen kannst du die Anzahl der zu backenden Produkte auswählen. Das Rezept wird entsprechend angepasst. Okay. Welche Pfeile? Ich sehe keine Pfeile.
Da sind wahrscheinlich welche, die man nicht sieht. Drücke Escape, um das Rezeptbuch zu schreiben. Warum sollte ich das öffnen? Können wir... Warum ist das hier auf Deutsch? Dann auf einmal auf Englisch, dann wieder auf Deutsch. After mixing the dough, it's time to shape it into the perfect form. Ja, okay, das sollen wir jetzt noch nicht machen. Nur der Charakter zählt. Auf die ich kann nicht lesen. Die Checkliste ist auf der rechten Seite des Bildschirms zu sehen. Sie hilft ihr, dem Rezept zu folgen und es perfekt zu vervollständigen. Das ist ja spannend. Bist du bereit zum Backen? Ja? Ja! Gut. Drücke auf die drücke linke Maustaste auf die Schale, um sie aufzuheben. Mhm. Krieg ich hin. Krieg ich gerade noch so hin. Die Schüssel ist durchschnittlich und klein. Aber keine Sorge. Während des Spiels kannst du größere und professionellere Schüsseln kaufen. Ja, das ist auch immer das ist immer der Gedanke, den ich immer habe, wenn ich backe. Ey, meine Schüssel ist zu klein. Ich brauche unbedingt mehr Level, damit ich mir eine größere kaufen kann. Damit ich zum größeren Ikea fahren kann. In der unteren Ecke findest du ich kann heute nicht lesen. Für den Moment brauchst du nur 1 Gramm pro Milliliter Messlöffel. Brauchst du nur 1 Gramm pro Milliliter? Achso. Du kannst die Zutat einsammeln, indem du jedes Mal mit dem Messlöffel benutzt. Was? Wenn du den Messlöffel... Super leid, ich kann nicht reden. Benutzt auf linke Maustaste klickst oder die linke Maustaste gedrückt hältst. Wenn du sie festhältst, füllst du die Löffel nach und nach wieder auf. Was brauche ich denn? Ich brauche Weizenmehl. Wheat Flavor. Das Weizenmehl. So. Ich soll aber anscheinend das hier nehmen. Upsi. Sieh dir die Checkliste an, was wohl die falschen Zutaten sind hinzugefügt. Was wirst du jetzt tun? Weiß ich nicht. Sie essen? Übrigens, jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, siehst du neben dem falschen Schritt das Symbol. Ja. Der falsche Schritt ist das Frühstücksbrötchen. Alles klar. Du kannst nur die zuletzt hinzugefügte Zutat entfernen, die du auf den Zutatenbehälter drückst. Die Musik beschreibt eigentlich gerade, wie dumm ich bin. Cool, aber was tun wir, wenn mehr als eine falsche Zutat in der Schüssel fällt? Du kannst jetzt einen Apfelbehälter entfernen. Okay. Ich kann jetzt endlich mal das Weizenmehl nehmen. Lege die markierte Zutat mit Dings wieder in die Schüssel. Ja, aber ist ja jetzt falsch. Geh nur zum Mülleimer und drücke... Die Schüssel ist nicht nur leer, sondern auch dreckig. Du kannst den Apfelbehälter auch verwenden. Ja, ha. Es ist ja das Radialmenü. Also man kann hier irgendwann auch nochmal... Ich gammel hier nur im Tutorial ab. Wenn er Zutaten kann, ja. Aber das Mehl steht doch da unten. Ja, würde ich gern kaufen. Jetzt habe ich nur noch... Wieso habe ich jetzt 80 Cent? Ich hatte... Warte mal. Jetzt geh mir mal nicht auf den Keks hier. Ja, ja. So. Kann ich nicht. Da stand... zurückspulen. Regie, zurückspulen. Da war doch gerade, dass dieses Weizenmehl nur 1,20 Euro kostet. Ich hatte 1,29 Euro. Wie kann ich jetzt 80 Cent haben? Bye, have a great time. Eine Ewigkeit später. Jetzt kannst du allen. Ja. Zum Messlevel. Pool zurückkehren. Schau mal, diesmal kannst du verschiedene Größen des Messlevels aufwählen. Ist ja geil. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Sympathisch. Drücke EQ oder drehe das Mausrad. Du kannst die Zutat aufnehmen, den du... Ja, das weiß ich doch. 2000 Jahre später. Jetzt kannst du alle Zutaten mischen. Um die Backofentür zu öffnen, drücke... Ja, ich muss doch erstmal jetzt mischen. Warum sieht meine Schüssel eigentlich so aus, als weiß ich nicht. Als wäre da sonst was drin explodiert. Wieso soll ich denn jetzt schon die Backofentür aufmachen? Bist du der Backofen? Ja. Nee. Wieso soll ich... Drücke nun die Taste am Mixergehäuse und warte, bis der Teig fertig ist. Aha. Ist ja toll. Geiler Sound. Nur das 20 bis 35 Sekunden Mix. Schöner monotonen Sound übrigens. 100% Shop. Alarm! Aufrüstung der Maschine. Und die Erweiterungsoption. Ja, jetzt halt doch einfach mal den Sabbel. Ja, toll. Ich will doch noch nicht upgraden. Ja, aber dann hab... Ach, mir wurden auf einmal 100 Euro geschenkt. Gut. So. Jetzt geht's schneller. Cool. Kann ich das jetzt einfach wieder... Um den Teig wieder in die Schüssel zu geben. Hallo.
Hallo. Hallo. Ach, ich muss mit der Schüssel... Okay, ist klar. Jetzt ist mein Teig schon verdorben. Ach, egal. Brötchen werden mit bloßen Händen geformt. Brötchen. Oh Gott. Ein Minispiel. Zack. Oh, der war gut. Den Teig zu formen ist das zweite Minispiel. Schnappt ihr den Ring und bewegt die Maus, dass die Bilder mit ihren Schatten übereinstimmen. Ja. Achso. Forme Brötchen. Habe ich gemacht. Ich bin so gut. Zack. Ast rein. Ich bin einfach der Profi. Habe ich doch jetzt. Ich habe 3 Brötchen gezaubert, ich hatte eben nur 2. Bruder! Magie! Okay. Es ist endlich Zeit, deine Brötchen zu backen. Allerdings hast du zurzeit nur einen alten Ruf. Mach dir keine Sorgen, du wirst später... Ja, ja. Kann ich jetzt einfach mal anfangen? Stelle die Schüsseln mit Brötchen in orange markierten Bereich. Ja. Schließe den Ofen und warte, bis sie fertig gebacken sind. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt sind sie fertig. Oh, die sehen gut aus. Die Lieferkiste befindet sich neben der Tür. Das ist keine Lieferkiste. Vielleicht sollten wir erstmal den Ofen zumachen. Machen wir mal zu hier. So. Die Menge der Lieferkiste. Ja. Ach so, eine Kiste hier. Nee. Hä? Hä? Ja, klar. Ach, hier. Oder? Ah. 3 Stück. Jetzt, wir gehen jetzt zur Türanlage. Okay. Hier kannst du auswählen, welche Bestellung du liefern möchtest. Du kannst nur eine bestellen, also haben wir diesen in die Stadt bewegen. Ja, dann beweg mal meine Brötchen bitte in die Stadt. Macht ja richtig Spaß hier. Ja, und jetzt warten. Muss das so lange dauern? Oder? Alter, geile Statue. Oh, die Musik kommt wieder. Ich muss wieder eine Taste drücken. Bitte was? Das ist noch nicht das Ende deiner Aufgabe. Die Auslieferung ist so, ja, ja. Schwer kannst du. Cool, das wäre schön. An der linken Taste, Ecke siehst du, ja. Drücken wir Tab und das Radial. Hier findest du zusätzlich. Karte, Bestimmung ablehnen. Okay. Alter, ich kann fahren. Wie geil ist das denn? Wo bin ich? Ich bin das hier. Ich bin der blaue Punkt. Miau, Alter, Fahrphysik ist ja richtig kacke. Oh, da war rot. Hier ist grün. Was ist denn das für eine komische Ansicht? Wo muss ich das jetzt hinliefern? Ich habe keine Zeit für Ampeln. So. Hier, ach da. Rums. Oh Gott, auf jeden Fall. So. Fertig. Ach, muss ich da vernünftig reinfahren? So. Liefern. Ast rein. Ich bin einfach der Beste. Der beste Bäcker aller Zeiten. 20 Minuten später. So ein Scheiß. Ich will ein Eis. Leute, wenn ihr auch ein Eis wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne ein Abo. Ich versuche... mal ab sofort wieder ein bisschen aktiver zu werden. Es tut mir immer noch leid, dass das hier ein bisschen ruhiger war in der Zeit, aber es fehlte einfach so ein bisschen Motivation. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch ein bisschen die Zeit. Ich hatte viel um die Ohren, aber das interessiert keinen. Ihr hört das eh jedes Mal. Soll ich nochmal was Schönes vorsingen? I can feel the sunshine in my life. I'm still really happy, I'm always high. Oh my God, tschüss, Allah.